Und nun wird es Zeit für unsere zweite Etappe von Bern nach Chamonix-Mont-Blanc. Kommt mit uns in ein charmantes Städtchen zum Meer de Glace, auf den höchsten Gipfel Europas, wagt mit uns den Schritt ins Leere und genießt mit uns ein romantisches Candlelight-Dinner. Von Bern bis nach Chamonix sind es für uns ungefähr 180 Kilometer, welche wir zum Teil über die Autobahn zurücklegen, bis nach Martigny. Von dort aus geht es über eine Alpenstraße immer weiter berghoch und man kann fantastische Ausblicke genießen. An einem kleinen Grenzübergang verlassen wir jetzt die Schweiz und sind in Frankreich angekommen. Und schon breitet sich ein Alpenpanorama vor uns aus. Und in Kürze haben wir auch Chamonix-Mont-Blanc erreicht. Unsere Kinder haben uns einen Campingplatz herausgesucht in Chamonix, den Camping Les Deux Glaciers. Und dieser macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Er liegt direkt unterhalb des Mont Blanc Massivs mit einem fantastischen Blick auf Les Deux Glaciers, die zwei Gletscher. Nachdem wir uns jetzt installiert haben und den fantastischen Blick genossen haben, wird es jetzt Zeit für das nächste Stückchen Torte. Alles Liebe zur silbernen Hochzeit wünscht euch Francis und Alex. Oh, ein Buch. Seit über 25 Jahren seid ihr die besten Eltern und voller Liebe. Seit 25 Jahren immer auf Achse, Umzüge, Urlaub mit dem Wohnwagen und jetzt mit dem Wohnmobil. Wir wünschen euch noch viele schöne Reisen. Wir wünschen euch noch mindestens 25 Jahre voller Glück, Liebe, Wärme und Freude. Und das ist wieder sowas Kleines. Jahre geliebt und gefetzt und gar oft auf Wolke 7 geschwebt. Nein, Quatsch. 25 Jahre geliebt und gelebt und gar oft auf Wolke 7 geschwebt. Gefetzt. Gefetzt. Gelebt. Frisch gestärkt von unserem leckeren Stückchen Torte geht es jetzt vom Campingplatz aus mit dem Bus in das kleine Städtchen Chamonix. Und es ist schon ein richtig charmantes Städtchen. Und deshalb sind wir auch immer wieder gerne hier. Ja, und natürlich das Kartenschreiben. Wir haben ja gesagt, dass unser Ritual werden wird, dass wir von jeder Etappe an all unsere Freunde, Familie, Trauzeugen und so weiter eine Karte schreiben werden. Ein neuer Tag auf unserer Silberhochzeitsreise beginnt. Und wir sind wie immer hoffentlich auf alles bestens vorbereitet. So, guten Morgen. Also, wir werden heute etwas anderes machen als Skifahren, denn auf der Seite, wo wir Skifahren wollen, scheint noch nicht wirklich die Sonne, sondern da ist ziemlich viel Wolken. Ja, und Andreas ist auch unterwegs, deswegen warten wir jetzt auf unseren Bus und fahren dann auf die Sonnenseite oder irgendwie, naja, ihr werdet es dann schon sehen. Es ist einfach herrlich, gigantisch, diese tollen Berge rundherum und die Sonne.
Und das ist er, der Gletscher Mer de Glace. Früher hielt die Zahnradbahn auf Höhe des Gletschers. Heute muss man, um zum Gletscher zu gelangen, noch einmal mit einer Seilbahn abwärts fahren und von dort einen langen Weg über Treppen sich zum Gletscher herunterbewegen. Mit vielen Tafeln, die darauf hinweisen, welche Höhe der Gletscher früher mal hatte. In den letzten Jahren hat der Gletscher rapide abgenommen. Er zieht sich seit 150 Jahren immer weiter zurück und ist seitdem über 2 Kilometer kürzer geworden. Und von der Seilbahn aus führen Stand 2023 jetzt 520 Stufen bis nach unten. So, jetzt sind wir hier am Gletscher und stoßen erstmal mit dem Gläschen Glühwein an. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl, mein Schatz. Und dann? Ja, dann ist das nächste Tortenstückchen dran. Also, wollen wir mal schauen? Das Gletscher-Tortenstück. Oh, guck mal, 2 Eintrittskarten für die Cassiopeia-Therme. Noch ein kleiner Bonus zum Genießen, falls ihr mal wieder daheim seid. Von Amina. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt ein kleiner Einblick in die Eishöhle vom Mer de Glace. Dem Gletscher, der übrigens der größte Frankreichs ist und der viertgrößte der Alpen. Und was Süßes. Wow. Wer hat das geschrieben? Vor mehr als 25 Jahren habt ihr euch kennengelernt. Das Brüderchen Dick und Fein sagte zu dir, komm, ich hab ein Schwesterlein. Erst fandest du den Vorschlag gar nicht okay. Wenn sie so aussieht wie er, oh weh. Ja, so habt ihr dann den Abend verbracht, seid noch ausgegangen und so hat eure Liebe angefangen. Danach ging es rasant zu. Scheidung. Und wohin? Und wohin ziehst du? Mit Tricks und Machenschaften konntet ihr das alles verkraften. Hey, die erste Wohnung in Berlin, die zu bekommen, wie im Film. Genau, ja. Ihr wisst es ja viel besser als ich, deshalb mache ich hier jetzt einen Strich. Fakt ist, es war nicht immer leicht und ihr beiden habt so viel erreicht. Viele Umzüge, 3 wunderbare Kinder, ein Haus gebaut. Ihr seid immer für die Familie da. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Dies ist nicht selbstverständlich, sondern wunderbar. Von Anfang an wart ihr mobil. Kurztrip mit Citroën auf nach Paris. Auf Wiedersehen. Später mit dem Wohnwagen, dann das Wohnmobil. Seht ihr, was ihr wolltet. Ihr habt es immer erreicht, euer Ziel. Macht weiter so im Leben. Dann könnt ihr gemeinsam noch so viel Schönes erleben. Von Herzen alles Liebe zu eurer Silberhochzeit wünscht Schwesterchen, Schwägerin Amina und Socke. Herrlich. Vielen Dank. Und heute an unserem Silberhochzeitstag wagen wir etwas ganz Besonderes, den Schritt ins Leere. Guck mal hier, die Eis, das Eis.
Eis an. Hier direkt vor dir. Du hast welche mit den Ski runter. Uh-huh. Ey, die sind doch verrückt, oder? Ja. Da oben stehen sie, guck, da stehen sie. Da stehen sie, ja. Ja. Um dann da runter zu fahren. Die da kraxeln sie runter, guck. Mhm. Ja. Das ist ein Stück weit runter, muss von da abfahren sein. Ich fahre aber an auf die andere Seite über den Gletscher dann. Wir sind ja noch nicht ganz oben, guck mal, ey, das ist ja cool. Boah, pass auf, jetzt hier, was? Du hast zwei Wege runter, einmal den da hinten und einmal hier unten, damit es einfach ein bisschen runter ist. Aha. Wenn ich direkt auf den Kram und dann haben sie unten noch einen Weg gemacht. Ja. Ganz schön dünn die Luft hier oben. Da geht's gleich hin zum Schritt ins Leere. Steht da einer? Steht einer drin, ja. Jetzt haben wir 3842 Meter hoch mit dem Fahrstuhl. Nee, so viel fahren wir nicht. Doch, so hoch. Wir fahren bis auf. Ja, wir fahren bis auf 3842 Meter. Mit dem Felsen, seht ihr das? Mit dem Felsen. Wow. Bin auf den Ausblick bin ich jetzt gespannt, den wir jetzt haben. Oh, ich auch. Also, warte mal jetzt steigen wir hier aus. Jetzt ist der Mont Blanc hinter uns. Wir haben es geschafft. Wir sind hier oben. Einfach atemberaubend der Blick. Weit nach Frankreich hinein. Oder ins Tal von Chamonix. Bis hin in die Schweiz oder einfach hinter uns nach Italien. So, jetzt wird es Zeit für den Schritt ins Leere. Ja. Deswegen sind wir auch oben. Und das machen wir jetzt. Okay. Und dann habe ich, also ich habe einen riesen Hunger auf ein Stückchen Torte. Aber jetzt ist es erstmal Zeit für den Schritt ins Leere. Wir hatten auch Glück, dass an dem Tag nicht so viel los war. Deshalb konnten wir den Schritt ins Leere wahrlich genießen. 1000 Meter liegen unter uns. Ist schon ein mulmiges Gefühl, muss man ehrlich sagen. So ganz in dem Glaskasten da außen hängend. Nur noch so ein bisschen Gletscher ist übrig, gell? Den sehen wir von unten, irgendwo da unten. Mhm. Irgendwo ganz da unten ist unser Wohnmobil. Da wartet Flora auf uns. Da unten, die Brave. Wir erkunden hier oben noch ein bisschen den Berg. Es gibt hier auch ein Museum und das soll das höchste Museum auf der ganzen Welt sein. Ja, ist klar. Also wir sind auf alle Eventualitäten zwecks Tortenstück eingestellt, gell? Nur zum Sagen, wir sind auf alles vorbereitet. Aber das Geschenk ist noch nicht dran, deswegen packen wir es wieder weg. Wir gucken mal nach, was in diesem Tortenstück versteckt ist. Hallo ihr Lieben, nun ist es also soweit. 25 Jahre verheiratet. Mit Alter. Warte. Also,
Hallo ihr Lieben, nun ist es also soweit. 25 Jahre verheiratet. Mit all den Höhen und Tiefen, die das Leben so mit sich bringt. Da kann ich nur wow sagen. Das ist ja nicht ganz so selbstverständlich, in der heutigen Zeit so lange zusammen zu bleiben. Nun hatte ich das große Glück, in den letzten Jahren geraume Zeit mit euch und euren Kindern verbringen zu dürfen. Es macht mich froh zu sehen, mit wie viel Liebe und Herzblut ihr auch nach so langer Zeit noch miteinander und füreinander da seid. Für die Zukunft wünsche ich euch alles Gute, Gesundheit und dass ihr so bleibt, damit wir noch viele, viele schöne Stunden gemeinsam erleben dürfen. Euer Klicker. Oh, danke schön. Dankeschön. Klicker, und das in 3842 Meter Höhe. Passt doch, oder? Ja. Wenn dann das nächste Skifahren nichts wird, na, dann weiß ich auch nicht. So. So, jetzt wieder ein wahrer Spruch von Nancy. Ja. Bei jeder Streitfrage in einer langen Ehe gibt es zwei Standpunkte. Ihre und die falschen. Ja, genau. Perfekt. Prost. Prost auf euch und auf uns, und auf uns alle. Auf uns alle, ja. Für uns geht es jetzt wieder zurück nach Chamonix, denn der Tag hat heute noch ein ganz besonderes Highlight für uns. Im Cabane Le Prat in Chamonix wurde für uns ein Candlelight-Dinner organisiert mit einem Menü und allem drum und dran, also richtig herrlich. Und da begeben wir uns jetzt auf dem Weg dorthin mit dem Bus. So, also dadurch, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben und wir uns überlegt haben, an dem heutigen Tag ist es eigentlich gut, dass wir vielleicht alle guten Dinge sind drei Tortenstücke aufmachen. Gibt es zur Vorspeise, zum Aperitif passend ein Stückchen Torte. Weil jetzt sind noch nicht so viele Leute da, eigentlich noch gar keine. Und dann nutzen wir die Gunst der Stunde und lüften ein nächstes Tortenstück. Neugierig sind wir auch. Und neugierig sind wir natürlich auch. Hallo ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit. Ihr seid nun seit 25 Jahren miteinander verheiratet und immer noch glücklich. Dass dies eine Seltenheit ist, sollte jedem bewusst sein. Doch bei euch spürt man, dass ihr noch mit Haut und Haaren zusammenhaltet. Ihr habt auf jeden Fall Vorbildfunktion für Hagen und mich. Jetzt weiß ich schon, von wem es ist. 5 Jahre haben wir bald geschafft. Wow, fehlen nur noch 20. Lach, ja genau. Die schafft ihr auch. Zu eurer Silberhochzeit wünschen wir euch nur das Beste und alles Gute für die nächsten 25 Jahre. Hagen, Anne, Philipp, Paul und Rosalie. Dankeschön. So, und jetzt gibt es wieder ein wahres Sprüchchen von Nancy. Lieben ist nicht sich gegenseitig anzusehen, es ist gemeinsam in die gleiche Richtung zu sehen. Bestimmt. Dankeschön. Dankeschön. Unsere Lieben, damit ihr das ganze Ambiente hier auch mal seht, machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Film. Das ist so genial hier, dass man fühlt sich wie in einem Märchen. Hier ist da runterglitzert da von dem Baum. Genau. Das war halt mal da still, glitzert da. Es. Ja, genau. Ist das nicht genial? Was ihr uns da ausgesucht habt, das ist war doch wunderschön, super. War ein richtiges Highlight. Mhm. Vielen lieben Dank für die tollen Erlebnisse, die ihr hier in Chamonix für uns organisiert habt. Aber unsere Silberhochzeitsreise geht ja noch weiter. Und wenn ihr Lust habt, uns auf dem dritten Teil unserer Reise zu begleiten, dann kommt doch einfach mit uns nach Zermatt am Matterhorn. Und
Wenn euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, einfach unseren Kanal abonnieren.